Guten Morgen, Leute. Ich bin schon wieder fertig mit meinem Frühtraining und habe wieder ein paar neue Videos für euch. Heute geht es um das Thema Pedals. Ich habe einmal zum Vergleich große Pedals und dann eben noch die kleinen Fingerpedals dabei und vielleicht einfach mal kurz erklären, was sich für was besser eignet, worauf man vielleicht achten muss und was in welchen Jahren auch vorrangig einzusetzen ist. Wir fangen an mit den Fingerpedals. Die habe ich schon mal in einem Video erklärt, auch was man beim Kauf vielleicht beachten soll. Jetzt habe ich einfach mal ein paar ganz schlichte gelbe Fingerpedals dabei. Wozu setze ich Fingerpedals jetzt ein? Ich kann die natürlich ideal zum Techniktraining einsetzen. Ich habe zwar eine kleine Vergrößerung der Handfläche, aber dadurch, dass die Pedals eben nur auf den Fingern sind und eben nicht auf der kompletten Hand, kann ich damit optimal das Wasser fassen schulen, die Zugphase oder auch nur die reine Druckphase. Fingerpedals kann man eben auch sehr gut im Kindertraining, im Training von Jugendlichen einsetzen, weil sie eben die Bewegungsschnelligkeit nicht einschränken. Und eben im jugendlichen Alter steht eben vorrangig eben auch Schnelligkeitstraining eben auf dem Plan. Und deshalb würde ich bei kleinen Kindern, also bei Kindern, eben, die noch kein Krafttraining machen sollten, auch von großen Pedals abraten, denn sonst können da einfach viele Probleme auftreten. Jetzt kommen wir auch schon zu den großen Pedals. Wie ich gerade eben schon angesprochen, ihr habt hier natürlich eine enorme Vergrößerung der Handfläche. So kann man natürlich ideal Krafttraining im Wasser damit machen. Ich würde die Dinger aber nur punktuell einsetzen. Ich würde keinem empfehlen, 3 Kilometer am Stück mit großen Handbrettern oder mit großen Pedals zu schwimmen, sondern eben nur auch zum Beispiel kurze Serien, 10x50, 12x50, 16x50, um eben da so ein bisschen kraftausdauermäßig zu trainieren. Denn die Bewegungsschnelligkeit wird dadurch natürlich massiv eingeschränkt. Und wenn man trotzdem versucht, hohe Frequenzen zu schwimmen, kommt natürlich auf die Schulter hier eine enorme Belastung. Und gerade bei kleinen Kindern, die noch nicht vollkommen ausgereift, ausgewachsen sind, gerade noch im Wachstum sind, können da eben Gelenkschäden auftreten. Da können Probleme mit Sehnenbändern auftreten etc. Brauche ich gar nicht weiter eingehen. Viele Schwimmer kennen die Probleme mit Schulter. Und wenn man zu früh mit solchen Sachen beginnt, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, später mal Probleme zu bekommen. Das wollte ich ganz kurz dazu sagen. Natürlich kann man da viele Trainingsmechanismen kombinieren, werde ich jetzt aber nicht weiter darauf eingehen, jetzt einfach nur kurz für euch zur Erläuterung, was ich wem empfehlen würde, und wir sehen uns wieder im nächsten Technikvideo. Haltet euch fit, euer Dominik, ciao ciao.